Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Zemnes zu deinem, herzlich willkommen bei Amo Nacho. Warum? Ich meine, ich hätte schön können, ich hätte von denen vier hergestellt. Warum habe ich nur zwei? So. Na komm schon. Aha, weiter geht nicht. Das ist das Weiteste. Okay. Gut. Damit kann ich tatsächlich aber auch leben. So, und das hier ist irgendwo ösig. Muss ich da den Stahl echt nochmal wegschlagen? Weil... nee, das ist ja... Wäre ja so eigentlich dann ganz gut. Nur die hier sind halt falsch. Weil das sieht dann von hier aus ja komisch aus. Also machen wir das mal anders. Jetzt, also mit euch jetzt schlage ich die hier nicht weg, weil es einfach viel zu lange dauert. So, dann weiß ich, die müssen weg. Es sei denn, ich bin so deppert und repariere die wieder. Egal. So. Und so. Hier soll tatsächlich richtig massiv zu sein. Ach so. Ja. Ja doch, das ist ja die Mauer dann. Also die Mauer in den Ecken tatsächlich richtig massiv zu. So, und dann von hier nehme ich jetzt rüberbauen. Ja, so soll das sein. Aber das ist schon wieder die Besonderheit, die ich jetzt... Ich darf hier schon wieder hin und her laufen. Ich will nicht. So. Ja, genau so ist richtig. Und jetzt komme ich nicht raus. Juhu. Ah, ist halt von mir gewesen. Jo, noch einer. Na nö. Ich finde das immer schön, wenn die sich da so zwischendurch einfach mal von sich aus verabschieden. So, und so über Tage bleiben die nämlich jetzt hier unten, weil Wanner und Horden und so weiter sind ja nicht so schlimm. Die mache ich halt nur hoch, wenn die Ferelhorden kommen. Und die hier wird halt immer dann hochgemacht, weil ich sie nicht, auch für Wanderhorden und so, weil die will ich jetzt nicht jedes Mal dort bekämpfen müssen. Und so läuft das Ganze dann. Und ja, das Ding bauen wir uns natürlich auf beiden Seiten. Da muss ich halt nur noch mal ein paar mechanische Parts. Jetzt weiß ich, warum ich davon welche übrig hatte. Ich brauchte Mechanical Parts und warte mal. Sprungfedern 12, Mechanical Parts 24 und noch ein bisschen Eisen. Die Sprungfedern fehlen. 24 habe ich gesagt, wa? So. Was brauchte ich denn für die Sprungfedern? Habe ich davon nicht genug gemacht. Kohle und ein bisschen Stahl. Jo, Kohle habe ich oben. Das ist gut. Okay, dann brauche ich ja nur gucken, wie viele... Na, kann ich jetzt oben machen. Hammer. Ein bisschen Stahl muss ich noch machen. Davon wüsste ich jetzt auch nicht, dass ich die jetzt noch brauche.
mehr. Aber was ich eigentlich jetzt mitnehmen wollte, weswegen ich hier bin, ist das und das. Das brauche ich. Ja. Ist schon klar. Passt schon. Und dann muss ich gucken, wie ich das so regel. Ich muss mir einen Weg lassen. Irgendwie. Das heißt, habe ich auch eine Idee. Dann gib mir die auch wieder mit. Und die auch, weil da habe ich schon wieder eine Idee. Ach, lass das doch mal mit dem Komma, du komisches Ding. Da weg. So. Und zumindest den Stacheldraht, den muss ich da definitiv schon liegen haben. Sonst doof. Durch, durch und nochmal durch. Immer hier Sprung. Kohlebrocken habe ich doch gar nicht in der Tasche. Kohle. Wie viel habe ich denn jetzt gesagt, wie viel ich brauche? Sechs, also 12. Hä? 12. Mach mal fertig. Ganz weg. So. Die können auch wieder an der Seite. Muss aber nicht jetzt sein. Und das brauche ich eine ganze Weile. Die restlichen Mechanical Parts, die kann ich eigentlich mal hier lassen. Oh, heute. Halt, halt, halt. Macht mir nicht wieder alles kaputt. Wartet, ich komme. Ja, ja. Komm runter. Nicht immer alles kaputt machen. So. Da bin ich. Hallo? Ja, komm halt her. Also, du und sie. Wie, das war schon? Okay. Da fehlt ja schon wieder ein Spike. Du warst offensichtlich noch nicht. Du wolltest mich überraschen, ja? Ah nee, die Überraschung. Die Überraschung war, dass du wieder aufgestanden bist. Ich verstehe. So. Jetzt hier wieder ein Spike hin und dann haben wir das schon mal. Und ich wollte, na, das kann ich zurückbringen. Und das Metall kann ich jetzt auch, na, brauche ich später noch. Oh, dann die auch nicht, die brauche ich dann später auch noch. Okay. Und Holz, Holz, ich sag das 100.000 Mal, Holz, Holz, Holz. Ich komme ja nicht dazu. Ich habe so viel zu tun und so wenig Zeit. Das ist ja alles nicht nett. So, wie ich vorne die Ecke nochmal ein bisschen schöner mache, das gucke ich dann mal später nach. So. Wichtig. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. So. Schon. Ernsthaft? Stimmt. Wo sind sie denn? Machen wir mal erstmal 3. Fertigen. Ja, das kriegen wir schon hin. So. 1. 2. Na, mach's halt richtig. 3. So, dann können wir nämlich die da dran machen. Das dachte ich mir nämlich schon irgendwie. Oh, das geht ja gar nicht. Bin ja schon wieder ein Dusel vor mir an.
Ich muss ja hier auch Leitern dran machen. Ist ja doof. Schon klar. Boah. Und der ist sowieso auch schon wieder falsch. Na, kriegen wir es hin? Bist du gerade eben irgendwie... Keine Ahnung. Ah, der ist ja auch falsch. Warte mal. Da haben wir sie doch. Ja. Unschöne Sache. Mhm. Verstehe. Muss so sein. Gib her. Muss so sein. Muss. So sein und muss so sein. So. Leiter weg. Quatsch, nicht Leiter weg. Das Ding hier weg. So machen wir das. Und jetzt brauche ich. Genau. Und schon ist schick. Oh. Eher nicht. Okay. Dem ruhig nicht. Brauch den da. Und die hier, die brauche ich dann gleich auch nochmal. Also später. Der sieht dann wieder von unten nicht so schick aus. Oben ist jetzt mal wichtig. Ernsthaft? Das war jetzt eigentlich so nicht gedacht. Was hatten die jetzt gefressen? Ach die. Naja. Okay. Warum nicht? Jetzt haben wir es dann schick. Da muss ich von den Platten aber auch noch einige machen. Ah, und da muss noch Railing hin. Ja, habe ich ja extra mitgebracht. Jungs, ärgert mich doch. Fertig. Na, warum nicht? Motz doch. So. Okay, soweit so gut. Es wird langsam. Ich weiß, was ich hier hätte reinmachen müssen. Ja. Aber die kriege ich nicht in Stahl. Den hätte ich da reinmachen müssen. Ui. So. Den hätte ich da reinmachen müssen. Komm mal her. So. Genau. Den kriege ich halt nicht in Stahl. Ne? Das ist natürlich das weniger Schöne daran. Glaube ich zumindest. Ach doch, kriege ich dann doch. Wenn ich den aus Beton machen kann, dann kann ich auch Stahl machen. Habe ich jetzt nur dieses Mal nicht aufgepasst. Okay, das wäre das. Das wäre das. Hätten wir soweit fertig. Gut. Das Problem ist, ich muss am Stacheldraht vorbeikommen. Das heißt, hier darf ich hin. Okay, das könnte vielleicht eventuell nicht funktionieren, ne? Nee. So zumindest man nicht. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
da. Ja, warum denn nicht? So. Was spricht denn dagegen? Eigentlich wüsste ich jetzt nichts. Und dann machen wir das Ganze nämlich so. Und genau, und so. Und oh. Ich würde ja gern das dann auch aus Metall machen. Das würde ich dann schon ganz gern. Ich merke schon, so geht. So. Doch hier mache ich, weil ich glaube, dass die Zombies hier nicht reinlaufen. Das ist jetzt mal so eine ganz dusselige Vermutung von mir. Obwohl, hier ist er schon wieder breit. Wenn ich das hier auch enger mache... So, dann haben wir hier so ein kleines Loch, kommt hier kein Stacheldraht hin, beziehungsweise Spikes. So, und hier, die beiden bleiben auch frei. Ja, damit ich auch rauskomme. Jetzt habe ich mir nämlich ständig die Tür, muss ja ein kleines Stück zurück, damit ich die Tür aufkriege. Genau. Hier machen wir auch bis hierhin Stahl. Das ist jetzt nur, damit es auch optisch überall alles gleich aussieht. Und deswegen so viel Verlust haben beim Stahl. Na, wie schön. Ein einziger fehlt natürlich. Auch nicht. Aber das hier, das ärgert. Warum? Das ärgert mich auch. Kann durch die Mitte komme ich nicht durch, ne? Nee. Aber ich kann links und rechts. Das sieht ja schon mal so schlecht nicht aus, glaube ich. Das kann ich dann irgendwann auch mal in Stahl machen, wa? Glaube ich. Und die auch. Aber ich glaube, so weit kommen wir vor der Alpha 16 nicht mehr. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch ein paar Platten machen. Vielleicht kann ich auch... Mann, ist das schon wieder nebelig. Vielleicht kann ich auch schon wieder die beiden Türen machen. Warum denn das? Hä? Warum da oben? Und warum ist der ganz weg? Ach, den habe ich nicht gemacht. Nee. Alles gut. Warum, bitteschön, waren jetzt die Säulen... Die sind alle beschädigt, warum? Will er mich veräppeln? Das ist ja doof. So, dann würde ich sagen, mache ich mal so 300-400 von den Platten. So um den Dreh. Ja, 200 hier. Oh, wollte ja eigentlich da drauf. Ja, dann kann ich auch gleich so ein bisschen Play und Eisen reinschmeißen. Und ja, ich muss jetzt Holz besorgen. Ne? Da komme ich ja schon bald gar nicht mehr drum rum. Sonst habe ich auch kein Brennholz mehr. So, hier machen wir gleich in grün. Geht nicht. Ach nee, du willst mir doch echt veräppeln, oder? Geht doch. Wo ist denn dein Problem? So. Dann können wir da oben ein bisschen mehr in Eisen machen. So, wie sieht es jetzt da hinten aus? Die Türen
herzustellen sollte ja relativ schnell eigentlich gehen. Garage. Ja. Dankeschön. 37 Sekunden. Ja, die warten mal kurz, dann können wir auch gleich ein bisschen skillen. Wobei, ich sehe, die Folge ist zu Ende, meine Lieben. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf eure Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye-bye.